Als eine Zootierkatze ihre Jungen verliert, ist sie untröstlich. Aber als sie zwei verwaiste Tigerbabys trifft, findet sie ihre Bestimmung wieder, indem sie sie adoptiert und aufzieht. Als sie getrennt werden, machen beide Parteien mit ihrem Leben weiter. Doch 3 Jahre später werden sie wieder zusammengeführt und das Undenkbare geschieht. Natalias Herz gehörte dem Zoo. Nicht nur dem großen Bukarester Zoo mit seinem weitläufigen Gelände und den historischen Gebäuden, sondern auch den Tieren, die ihn ihr Zuhause nennen. Unter ihnen war auch eines, dessen Herz gerade gebrochen war, was wiederum Natalies Herz brach. Sascha war eine getigerte Katze, die zu einer Art Maskottchen des Zoos geworden war. Sie stolzierte über die gepflasterten Besucherwege, als gehöre ihr der ganze Ort. Die Kinder liebten sie. Sie fühlten sich von ihrer sanften Art und dem leisen Schnurren angezogen, das immer unter der Oberfläche zu liegen schien. Aber in diesen Tagen verfiel Sascha in eine tiefe Depression, nachdem sie gerade einen ganzen Wurf Kätzchen verloren hatte. Natalia hielt am Zooladen an, um ein paar Leckerbissen zu kaufen, denn sie dachte, das könnte die düstere Stimmung der Katze aufhellen. Doch dann durchbrach ein seltsames Geräusch die vertraute Zoo-Symphonie. Es war eine Art wimmernder Schrei, laut und eindringlich. Natalia runzelte die Stirn, weil sie es nicht erkannte. Das Geräusch kam aus der Richtung des Geheges des sibirischen Tigers. Ihr Lächeln verschwand und wurde sofort durch ein Kribbeln der Unruhe ersetzt. Mit eiligen Schritten ging sie zum Zaun. Die Tiger waren nicht für ihr klagendes Wimmern bekannt. Vielleicht war ein Jungtier krank oder es hat einen Streit gegeben. Was auch immer die Ursache war, es war ihre Aufgabe, es herauszufinden. Sascha, die Katze, musste warten. Die wimmernden Schreie wurden lauter, als Natalia sich dem Gehege näherte. Es war ein herzzerreißender Klang, verzweifelt. Sie schritt an dem imposanten Tor vorbei. Die sibirischen Tiger waren eine große Attraktion für den Zoo. Aber im Moment waren es nicht die erwachsenen Tiere, die die Aufmerksamkeit aller auf sich zogen. Natalia erkannte sie sofort. 2 unglaublich kleine, gestreifte Fellbündel, die sich an die hintere Wand des Geheges drängten. Tigerbabys. Sie waren so winzig, so zerbrechlich, dass sie fast mit der Stroh-Einstreu verschmolzen. Und ihre Mutter? Sie knurrte sie aus der Ferne an und signalisierte, dass sie nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte. Eine Welle des Grauens überkam Natalia. In den letzten 3 Tagen hatte die Tigermutter Anzeichen von Frustration gegenüber ihren Babys gezeigt. Aber niemand hatte erwartet, dass sie sie einfach in einem Gehege voller erwachsener Raubtiere aussetzen würde. Neugeborene Tigerjungen ohne ihre Mutter waren ein Rezept für eine Katastrophe, aber sie hier zu lassen war ein Todesurteil. Vorsichtig betrat Natalia das Gehege und bewegte sich langsam und bedächtig. Die erwachsenen Tiger waren aufgeregt und liefen auf der gegenüberliegenden Seite des Geheges umher. Sie waren durch die verzweifelten Schreie der Jungen verwirrt und bereit, sich auf sie zu stürzen. Ein falscher Schritt von Natalia und sie würden tödlich werden. Die Jungtiere reagierten kaum auf die Annäherung. Sie waren nur noch Haut und Knochen. Ihre Bäuche waren eingefallen, das Fell feucht. Entweder von den schwachen Versuchen, sich zu bewegen, oder davon, dass sie in der feuchten Nachtluft ausgesetzt waren. Ein Überleben schien aussichtslos. Sie hob die Jungen auf, eines in jedem Arm, und das Gefühl war unwirklich. Tiger waren Symbole wilder Kraft, aber in ihren Armen waren diese Jungen so hilflos wie ein streunendes Kätzchen. Sie ging hinaus und eilte zurück ins Quartier der Tierpfleger. Die anderen Pfleger wurden durch den Aufruhr alarmiert. Sie starrten schockiert, als Natalia die Jungen auf einer Decke absetzte, die sie eilig auf einem Arbeitstisch ausgebreitet hatte. Die Mutter will sie nicht mehr, konnte sie noch sagen. Ihr ganzes Auftreten war eine Mischung aus Dringlichkeit und Verzweiflung. Wir brauchen Flaschen, Ziegenmilch, wenn wir welche haben, Decken, irgendwas Warmes. Es folgte hektische Betriebsamkeit. Anrufe wurden getätigt, Vorräte gesammelt. Die nächsten Stunde und Tage würden einen verzweifelten Kampf um das Überleben dieser kleinen Fellflecken bedeuten. Während Natalia eine behelfsmäßige Flasche wärmte, nagte ein Detail in ihrem Kopf. Eine schwache Erinnerung kämpfte sich an die Oberfläche, aber plötzlich fiel es ihr ein. Sascha, die Zookatze. Sascha war nicht der Typ, der sich einen Aufruhr entgehen ließ. Die panischen Stimmen und die ungewöhnliche Dringlichkeit, die aus dem Bereich der Tierpfleger kam, bedeuteten normalerweise, dass interessante Leckerbissen im Angebot waren. Aber hier ging es nicht um Essen. Als sie näher kam, schlängelte sie sich zwischen den Beinen der besorgten Wärter hindurch. Ein vertrautes Geräusch ließ ihre Ohren zucken.
Es war derselbe verzweifelte, wimmernde Schrei, der sie seit dem Tod ihrer Kätzchen in ihren Träumen heimgesucht hatte. Sie zwängte sich durch die Menge der Tierpfleger, die um einen Tisch standen. Sie hüpfte auf die Arbeitsfläche und stolperte fast zurück vor Schreck. Tigerbabys, zwei von ihnen. Sascha starrte sie an und verstand zunächst nicht. Das waren nicht ihre Kätzchen, aber der Mutterinstinkt, der in ihr tobte, erkannte den Unterschied nicht. Die Instinkte übernahmen die Kontrolle. Mit einem sanften Schubs ihres Kopfes rollte Sascha eines der Jungen näher heran. Sie begann, das fleckige Fell sorgfältig abzulecken. Das Jungtier war unterkühlt und steif und reagierte kaum. Sascha leckte fester und ein leises Grummeln ertönte tief in deren Kehle. Die Tierpfleger tauschten verblüffte Blicke aus. Konnte das funktionieren? Aufgewärmt durch die anhaltende Aufmerksamkeit der Katze, begann das Jungtier zu zucken. Sascha schnurrte lauter. Dann machte sie sich daran, das zweite Jungtier zu säubern. In ihren Bewegungen lag eine Entschlossenheit, die Natalia noch nie zuvor gesehen hatte. Das war keine Verspieltheit. Das war ein alles verzehrendes Bedürfnis, sich zu kümmern. Als Sascha sich neben den Jungen niederließ, klemmte sie sie unter ihr Kinn und legte ihren Körper auf den der Jungen. Eine seltsame Stille legte sich über den Bereich. Natalia wagte es nicht, einen Muskel zu bewegen. Das widersprach jedem Protokoll, allem, was sie über Tierpflege wusste. Aber dieses Schauspiel zu unterbrechen, diesen unerwarteten Akt der Bemutterung, kam ihr wie ein Sakrileg vor. Die Debatte begann in dem Moment, als Sascha sich in ihre Rolle als Ersatz-Tigermutter einlebte. Es war etwas Unerhörtes, noch nie Dagewesenes. Es stand im Gegensatz zu jeder konventionellen Tierhaltung. Peter, der Tierpfleger, bestand darauf, die Katze und die Tiger zu trennen. Natalia konterte mit scharfer Stimme. Die letzten Stunden waren wie ein Wirbelwind gewesen und sie fühlte sich wie ein Beschützer dieser seltsamen, behelfsmäßigen kleinen Familie. So etwas haben wir noch nie gesehen. Sollten wir ihnen nicht wenigstens eine Chance geben? In den folgenden Stunden kämpfte die Vernunft mit dem Instinkt. Alle waren sich einig, dass die Situation außergewöhnlich war, aber die Meinungen über die damit verbundenen Risiken waren geteilt. Konnte eine Hauskatze tatsächlich gesunde Tigerbabys aufziehen? Und was war mit den Gefahren für Sascha selbst? Schließlich einigte man sich auf einen vorsichtigen Kompromiss. Die Jungen würden nicht entfernt werden, zumindest nicht sofort. Ein größeres Gehege wurde eilig eingerichtet. Sascha und ihre adoptierten Schützlinge würden innerhalb eines Tages dorthin gebracht und so hätten sie mehr Platz und das Risiko, dass die erwachsenen Tiger übermäßig aufgeregt werden, würde minimiert. Der Tierarzt Dr. Pavel wurde damit beauftragt, Saschas Gesundheit genau zu überwachen. Eine zusätzliche Fütterung wäre unerlässlich. Eine Katze kann nicht genug Milch für heranwachsende Tigerbabys produzieren, also bekam sie verstärkte Nahrung, Vitamine und ständige Beobachtung. Als die Sonne unterzugehen begann, wurden Sascha und die Jungen in das größere Gehege gebracht. Sascha reagierte mit überraschender Gelassenheit. Behutsam nahm sie jedes Jungtier an den Haaren und trug es zu einem Haufen Stroh. Die Jungtiere schienen von dem Drama um sie herum nichts mitzubekommen, rollten sich an ihre Katzenmutter und schliefen sofort ein. Tage wurden zu Wochen. Eine seltsame Routine legte sich über den Zoo. Besucher wurden aus dem Gehege ausgesperrt. Ein Bitte-nicht-stören-Schild hing gut sichtbar am Tor. Die Tierpfleger kamen auf 10 Spitzen mit Futter für Sascha herein, füllten die Wassernäpfe auf und entfernten vorsichtig den Abfall, während sie misstrauisch aus ihrer Ecke anglotzte. Bei all dem war sie eine Naturgewalt. Sie bewachte die kleinen Kätzchen unerbittlich vor jeder vermeintlichen Bedrohung. Ilja und Mischa wurden mit jedem Tag stärker. Ihre Augen öffneten sich, ihr Miauen wurde zu einem Quietschen und schon bald taumelten sie auf wackeligen Pfoten umher. Bemerkenswerterweise schien Sascha mit instinktiver Leichtigkeit an ihre wachsende Größe und Energie sich anzupassen. Sie tobte spielerisch mit ihnen, sie brachte ihnen mit sanften Kniffen und spielerischen Schlägen bei, sich anzuschleichen und zu stürzen. Doch wenn sie Trost brauchten, kuschelte sie sich an sie. Ein leises Schnurren ertönte tief in ihrer Brust, während sie das bisschen Milch, das sie noch geben konnte, aufsaugten. Das Zoopersonal wurde langsam überzeugt. Die Berichte des Tierarztes waren positiv. Sascha war gesund, wenn auch etwas dünner. Und die Kätzchen gediehen prächtig. Sie nahmen zu, das Fell glänzte und ihre Energie war grenzenlos. Das Unmögliche war geschehen. Sie erlebten die außergewöhnliche Kraft der Liebe einer Mutter sogar über Artgrenzen hinweg. Die Nachricht von der unwahrscheinlichen Tigeradoption verbreitete sich wie ein Lauffeuer, zuerst lokal, dann landesweit. Schon bald verlangten internationale Medien Zugang zum Bukarester Zoo.
Katze zieht Tigerbabys auf, schrien die Schlagzeilen. Journalisten kampierten vor den Toren. Paparazzi schwirrten in Hubschraubern über dem Zoo herum. Der Zoo verwandelte sich in einen Wirbelwind aus Chaos. Natalia musste mit Interviewanfragen jonglieren, aufdringliche Fotografen abwehren und sich endlosen Fragen von wohlmeinenden Tierexperten stellen. Jeder schien eine Meinung darüber zu haben, was das Beste für Ilja und Mischa sei. Die Angebote, die Kleinen zu übernehmen, häuften sich. Die meisten Wohltäter wollten sie in speziellen Auffangstationen oder exotischen Tierparks unterbringen. Diese Angebote waren oft von dünnhäutiger Kritik an der Entscheidung des Zoos begleitet, diese unnatürliche Situation weiter bestehen zu lassen. Natalia las jede E-Mail und jedes Angebot mit einem wachsenden Gefühl der Frustration und Wut. Ja, die Situation war ungewöhnlich, aber war das, was im Zoo passierte, nicht Beweis genug? Ilja und Mischa überlebten nicht nur, sie blühten auf. Die Jungen hatten runde Bäuche, strahlende Augen und waren ungestüm. Immer wieder blieb Natalia standhaft. Sie lehnte Angebote höflich ab und wies Kritik entschieden zurück, die durch Dr. Pavels detaillierte Bericht über den Gesundheitszustand der Kleinen untermauert wurde. Vor allem aber verteidigte sie sich vehement mit ihrer Entscheidung, auf die unkonventionelle Familie zu vertrauen, die sich in den Mauern des Zoos gebildet hatte. Ilja und Mischa wuchsen in erstaunlichem Tempo. Bald waren sie nicht mehr nur Jungtiere, sondern schlaksige Heranwachsende, die ihre katzenartige Mutter mit spielerischer Bedrohung überragten. Saschas einst geschmeidiges, gestromtes Fell wurde durch ihr ungestümtes Spiel immer wieder zerzaust. Immer wieder verscheuchte sie sie mit verärgerten Schlägen. Wenige Augenblicke später wurde sie in einem Scheinhinterhalt angegriffen. Doch hinter der Rauferei verbarg sich ein deutlicher Hauch von Respekt. Auch wenn sie Sascha um das Zehnfache an Größe übertrafen, vergaßen die Tiger nie, wer sie in diesen entscheidenden, verletzlichen Wochen am Leben gehalten hatte. Sie streichelten sie mit unbeholfenen, aber liebevollen Gesten, ohne zu wissen, dass ihre Zungen dazu da waren, Fleisch von den Knochen zu raspeln. Nachts rollten sie sich neben ihr zusammen, ihr tiefes Schnurren bildete den Gegenpol zu ihrem leisen Grummeln. Passanten staunten über diesen Anblick. Eine geschmeidige, getigerte Katze, die sich inmitten riesiger, gestreifter Gestalten einnistete wie eine Königin, umgeben von ihrem unwahrscheinlichen Nachwuchs. 6 Monate vergingen wie ein Wimpernschlag. Sascha wurde von den jungen Tigern in den Schatten gestellt. Ihre Verspieltheit war durch eine brodelnde Intensität ersetzt worden. Ihre spielerischen Bisse und die prüfenden Hiebe ihrer Krallen konnten mühelos Fleisch zerreißen. Natalia wusste tief im Inneren, dass der unvermeidliche Tag kommen würde. Es war unvermeidlich. Die Gesetze der Natur würden sich nicht einfach beugen, nur weil ihre Geschichte außergewöhnlich war. Sascha konnte sich nicht ewig schützen. Und Ilja und Mischa brauchten Raum, um Tiger zu werden. Und zwar die, die sie sein sollten. Nach Rücksprache mit Dr. Pavel und dem Tierpfleger wurde die schwierige Entscheidung getroffen. Ein geräumiges, spezielles Gehege mit verstärkter Umzäunung und mehreren Abteilungen zur sicheren Fütterung und Beobachtung wurde vorbereitet. Es war bereit, die neuen Zuhause der Tiger zu werden. Der Tag der Trennung war von einer leisen Angst erfüllt. Sascha schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte. Sie lief unruhig umher und stieß ein leises, ängstliches Knurren aus. Die normalerweise ungestümen Tiger waren gedämpft. Sie wimmerten gelegentlich und drückten sich an ihre Seite. Der Vorgang verlief schnell, fast klinisch. Mit Betäubungspfeilen bewaffnete Tierpfleger betraten vorsichtig das Gehege. Ein Pfeil traf Ilja, gefolgt von Mischa. Die Großkatzen sackten in die Bewusstlosigkeit. Sie wurden vorsichtig in ihr neues Zuhause gebracht und ließen eine verwirrte und untröstliche Sascha zurück. Natalia kniete sich neben die getigerte Katze. Sie versuchte, sie mit sanften Worten zu trösten und zu streicheln, aber Sascha fauchte erbärmlich. Ihre Augen waren von Kummer weit aufgerissen. Das zerrte an Natalias Herz. Aber sie wusste, dass dieser Schmerz für alle Beteiligten notwendig war. Die folgenden Wochen waren schwierig. Ilja und Mischa liefen in ihrem neuen, weitläufigen Gehege umher. Sie waren unruhig und verwirrt. Sascha wurde zu einem Schatten ihrer selbst. Ihr sonst so lebhaftes Schnurren verschwand. Sie saß stundenlang da und starrte auf das leere Gehege, während ihr Schwanz vor lauter Angst zuckte. Doch mit der Zeit
wurden die scharfen Kanten des Kummers abgestumpft, Ilja und Mischa gewöhnten sich an ihr neues Gehege und wurden mit der Zeit sogar mit den anderen Großkatzen im Zoo bekannt gemacht. Sie schienen in ihrer neuen Umgebung glücklich zu sein, aber manchmal ertappte Natalia sie dabei, wie sie mit sehnsüchtigen Augen in die Ferne starrten, als ob sie auf jemand warteten. Und sie wusste genau, wer dieser jemand war. Auch Sascha hatte ihr Leben weitergeführt, aber sie schien noch nostalgischer zu sein als die Tiger. Die Gesetze der Natur sehen vor, dass sich eine Mutter und ihre Jungen irgendwann trennen. Aber da Sascha, Ilja und Mischa immer noch im Zoo sich riechen konnten, hatten sie das Gefühl, dass es immer noch ihre Pflicht war, sich um sie zu kümmern. Und die Menschen hinderten sie daran, das zu tun. Natalia fühlte, wie ihr das Herz für beide Parteien brach. Doch niemand schien mehr an ihrer Meinung interessiert zu sein. Den Tigern ging es gut genug und was die Katze betraf, so waren ihre Vorgesetzten nicht sonderlich daran interessiert. Schließlich war sie für sie nur eine streunende Katze. 3 Jahre lang kämpfte sie gegen die Vorurteile an und 3 Jahre lang verlor sie. Doch dann änderte sich etwas. Im Zoo wurde eine neue Direktorin eingestellt und sie war eher geneigt zuzuhören. Sie war selbst Mutter und wusste, was es bedeutet, von den Kindern getrennt zu sein. Das würde sie niemandem wünschen, nicht einmal einer einfachen Katze. Als Natalia das nächste Mal ein Wiedersehen vorschlug, nur um zu sehen, was passieren würde, sagte das Management zu. Der Tag begann angespannt und hell. Das Team von Tierpflegern wurde mit Sicherheitsprotokollen vertraut gemacht. Beruhigungsmittel standen bereit und die Fluchtwege waren bis ins kleinste Detail geplant. Natalia betrat das Tiergehege als Erste. Sascha folgte ihr zögerlich auf den Fersen. Dann kam der Moment der Wahrheit. Das massive Tor, das das Gehege von einem großen Beobachtungsbereich trennt, öffnete sich. Ilja war der Erste, dann Mischa. Sie blinzelten, als sie in das Sonnenlicht stolperten. Die riesigen Katzen erstarrten, ihre Ohren spitzten sich und ihre Nasenlöcher blähten sich auf. Hatten sie den Geruch der getigerten Katze vergessen, die sie aufgezogen hatte? Die Zeit hatte sich gedehnt und die Natur hatte sie in entgegengesetzte Richtungen gezogen. Natalia hielt ihren Atem an. Ihr Herz trommelte wild in ihrer Brust. Würde dies ein freudiges Wiedersehen sein oder eine niederschmetternde Bestätigung, dass ihre Bindung unwiderruflich zerbrochen war? Ilja durchquerte den Raum zwischen ihnen. Sascha verkrampfte sich, aber in ihren grünen Augen flackerte Anerkennung auf. Ilja senkte seinen massigen Kopf und kraulte sie sanft an der Seite. Mischa folgte ihm. Ein erstauntes Schnaufen entwich Natalias Lippen, als die Tiger zu schnurren begannen. Es war ein tiefes, hallendes Grollen, das den Boden unter ihren Füßen erschütterte. Sascha begann, sich an ihre Flanken zu reiben. Ihr eigenes Schnurren steigerte sich zu einem schnellen Crescendo. Es gab keine Schläge und kein spielerisches Knurren, nur einen unverkennbaren Ausdruck von Zuneigung. In Natalias Augen stiegen Tränen auf. Sie war Zeugin des Unmöglichen, das sich direkt vor ihr abspielte. Das war nicht nur eine Wiedervereinigung, es war der Beweis dafür, dass die Liebe, die Sascha, eine gewöhnliche Katze, in diese Jungen gesteckt hatte, einen bleibenden Eindruck in ihren Seelen hinterlassen hatte. Es war eine Liebe, die über die Grenzen der Arten hinausging, eine tiefe und unbestreitbare Wahrheit. Kennst du eine Geschichte, in der eine Mutter einer Art die Kleinen einer anderen Art adoptierte? Bitte erzähl sie uns in den Kommentaren. Aber für heute sind wir fertig und sehen uns im nächsten Video.